Neben der Sauerstoffversorgung sahen sich die Astronauten mit einem Problem konfrontiert, das verlegen als Abfallmanagement umschrieben wurde. Don Radke, alias Dr. Flush, löste das Problem ohne falsche Scham. Es gab keine Toilette und das Astronautentraining war nicht so gut, dass sie es tagelang ohne aushielten. Wir mussten also etwas für ihre Körperhygiene tun. Don ging seine Arbeit immer mit Humor an. Den brauchte er auch. Schließlich hatte er ziemlich heikle Aufgaben zu erledigen. Das ist der Pipibeutel und das der Popobeutel. Die sollten Sie besser nicht verwechseln. Zu dem Urinauffangsystem gehörte ein Sammelbeutel, der mit dem Körper über ein Kondom verbunden war. Am Kondomende setzte ein Schlauch an, sodass man direkt in den Beutel urinierte. Die Kondome gab es in drei Größen, klein, mittel und groß. Doch ungeachtet ihrer tatsächlichen Maße waren nur wenige Astronauten bereit, etwas anderes als groß zu wählen. Die NASA änderte darum die Bezeichnungen. Sie lauteten nun groß, riesig und gigantisch. Niemand wechselte.